Moin, moin. Vielen Dank für den warmen Applaus. Jetzt habe ich auch die Technik. Man hört mich sehr gut. Schön, dass ihr alle wiedergekommen sind nach den anregenden 45 Minuten von Armin Assay. Mir ist bewusst, dass die Fallhöhe extrem hoch ist. Die intellektuelle Fallhöhe auf jeden Fall. Und das schon mal zum Erwartungsmanagement der kommenden Minuten. Ich werde diese intellektuelle Fallhöhe auf jeden Fall reißen. Das heißt also, nach den vielen abstrakten Meta-Muster-Impulsen wird es jetzt etwas praktischer. Und ich habe mir im Vorfeld der Veranstaltung überlegt, was Neues zu erzählen. Vielleicht kennen Sie auch einige Sachen dessen, was ich erzähle, schon. Und Ihnen versuchen, mal so ein bisschen einen Einblick zu geben, wer ich bin, brauche ich Ihnen nicht mehr sagen, habe ich schon gesagt, in die Glaskugel zu schauen. Nach Armin Assay, der das ja sehr theoretisch aufgemacht hat, zwar auch mit plastischen Beispielen, versuche ich jetzt mal so ein bisschen die Millionenfrage zu klären. Wenn Sie sich mit Kommunikation beschäftigen, wo geht eigentlich die Reise hin mit von Kommunikation, von Verwaltung, von Politik, von Gesellschaft? Und das ist natürlich ein hochdiverser, hochkomplexer und auch ein sehr virulenter Bereich, weil sich das natürlich täglich ändern wird. Und nichtsdestotrotz habe ich versucht, das mal ein bisschen zu strukturieren und auch zu schauen, was Verwaltung und was vielleicht auch Kommunikation von politischen Akteuren in der letzten Zeit falsch gemacht hat und was verändert werden muss. Deshalb jetzt der Blick in die Glaskugel. Damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, noch mal ein paar Grafiken, die Sie vielleicht in Ihrer täglichen Arbeit schon mal gesehen haben. Ich habe Ihnen mal mitgebracht, wie sich Kommunikation in Zeiten von Digitalisierung in den letzten Jahren dramatisch verändert hat. Und da gibt es zum Glück eine sehr gute Studie, das ist der Reuters Digital News Survey, der gemeinsam mit dem Hans-Bredow-Institut, Leibniz-Institut und dem Reuters-Institut in London immer rausgegeben wird, ist ein paar Wochen alt. Und auf der ersten Folie sehen Sie, dass TV und Radio weiterhin die bestimmten Medien sind, die Plattformen sind, auf denen sich große Massen von Bevölkerung informieren. Aber dramatisch hat sich Position 3 verändert, Social Media. Also das ist der drittwichtigste Kanal. Und der große Unterschied zu TV und Radio, das wissen Sie, ist, dass diese ganz aktiv nachgefragt werden müssen. Ich muss das Radio anschalten, ich muss bei der Tagesschau die Mediathek aufrufen oder linear 20 Uhr vor dem Fernseher sitzen. Social Media verändert das, weil es natürlich eine Push-Kommunikation ist. Das heißt, in mein Leben werden Sachen gespült, die ich so gar nicht nachgefragt habe vielleicht, die dann auf einmal da sind und ich mich dann damit beschäftigen muss. Das heißt, ich habe die große Chance als Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger zu erreichen, die null Interesse haben an der Stadt München, die vielleicht null Interesse haben auch an irgendwelchen Verwaltungsdienstleistungen, die Sie aber wichtig finden, weil Sie eine Steuerungsfunktion natürlich haben, wie wir das gerade schon von Armin Assay gehört haben. Und was sich noch verändert hat, ist, was da noch mit reinspielt, dass auch die Erwartungshaltung sich geändert hat. Ich habe leider die ersten Worte nicht gehört hier vorhin, aber Menschen sind gewohnt, bei Amazon Sachen zu bestellen, auf den Knopf zu drücken und dann sind sie da. Ähnlich funktioniert Fridays for Future. So gut und wichtig ich diese Bewegung finde, aber auch da ist die Anspruchshaltung da. Ich mache eine Demo, ich organisiere mich auch digital und bin dann mit einer lauten Stimme da. Und jetzt muss sofort die Politik etwas ändern und sofort muss jetzt quasi die komplette Umwelt- und Klimapolitik der Regierung oder des Landes Deutschland verändert werden. Und so, diese Erwartungshaltung ist da. Das heißt auch, es ist eine Erwartungshaltung da, dass die für mich relevanten Informationen mich schon erreichen werden. Und das gilt nicht nur unbedingt für die Ältere, für die jüngere Zielgruppen, sondern insbesondere immer stärker für Ältere. Denn dieses Argument, was ich immer höre, ja, Herr Fuchs, kommen Sie mal zu uns, wir müssen irgendwie die jungen Leute erreichen, absoluter Bullshit, Schwachsinn. Wenn wir uns mit digitaler Kommunikation beschäftigen, dann ist das ein Querschnittsgesellschaftsthema, was auch immer stärker ältere Schichten erreicht. Sie sehen das hier, die Frage, wo man Nachrichtenquellen, was sind die Nachrichtenquellen, sich anschaut, sind auch die Generation 55 plus, das ist der in der zweiten Balkengruppe, der braune Balken ganz rechts, schon 60% der über 55-Jährigen, die sich über das Internet informieren und sich dort Informationen natürlich holen oder sich über in ihr Leben reinspülen lassen. Und dann ist natürlich die Frage, wo tun Sie das? Wenn Sie das im Internet tun, wir haben gesehen, bei Social Media natürlich. Und dann sind die Kanäle, die Sie vielleicht durch die ganz normale, auch private Nutzung kennen, natürlich WhatsApp in der Allgemeinnutzung der wichtigste Social Media Kanal. Und das ist ein großes, darauf gehe ich nachher noch ein, großes Manko, dass sich damit Kommunikation überhaupt noch nicht beschäftigt hat. Ich nenne es Messengerisierung, dazu später mehr.
YouTube und dann Facebook. Und wenn wir uns die Nachrichten dann Konsum anschauen, also nicht die allgemeine Nutzung, dann ist Facebook noch kurz vor YouTube und dann kommt schon WhatsApp als Messenger-Dienst. Das sind also so die Kanäle, über die sich Menschen jedenfalls in der Breite informieren. Aber was diese Grafik auch zeigt, ist, dass wir ein hochdiverses Bild haben von Plattformen, auf denen sich Menschen informieren. Hier aus München gibt es zum Beispiel Wise Life, ein Netzwerk für über 50-Jährige. Ich bin da illegal angemeldet, um zu schauen, was sich ältere Menschen in diesem Land austauschen und welche Informationen sie dort diskutieren. Und es gibt Netzwerke für alle möglichen ganz speziellen Zielgruppen. Und das ist ein Riesenproblem. Und da sind wir vielleicht auch bei so einem Problembereich. Das ist das Lagerfeuer, wie wir es vielleicht kennen, von der Tagesschau eben nicht mehr haben. Und es gar keinen gemeinsamen Informationsstand auch gibt, wie Leute sich informieren und wie sich auch über politische, vielleicht Gesetzmäßigkeiten in gleicher Wissensstand vorherrscht. Und das zeigt es noch mal auf einem bisschen anderen Wege, die Frage der Tagesnutzung für auch Informationen. Intermediäre ist der wissenschaftliche Begriff für Plattformen wie Google, aber auch für Social Media. Und da sehen Sie, dass WhatsApp mit weitem Abstand vor allen anderen Social Networks liegt als Informationskanal für die tägliche Nutzung. Und dann kommt schon Google, als dass wir bisher noch bestimmende Suchmaschine in Deutschland. Das heißt, das sind die entscheidenden Kanäle, wo eine Stadt von der Verwaltung auftauchen muss, wo sie da sein muss, damit sie wahrgenommen wird und wo man irgendwo rein muss in die digitalen Kommunikationsräume. Armin Nassier hat es vorhin sehr schön beschrieben, dass sich diese Räume extrem verändert haben. Und jetzt ganz plastisch, das ist jetzt dieser aktuelle Raum. Und die Frage ist, wie schaffen wir es auch wieder als Gesellschaft, möglichst viele Leute auf so einer Plattform, die massenkompatibel ist, dann auch wirklich zu erreichen mit unterschiedlichen Informationsangeboten. Und dann, auch das ist in einigen Köpfen schon angekommen. Wir haben das vorhin schon gehört, das kleine Ding hat jeder von uns dabei. Ich kann auch nicht mehr unterscheiden, bin ich online oder offline unterwegs, weil das halt Mensch und Maschine, Mensch und Technik schon verschmolzen sind in unserer täglichen Nutzung. Und das ist jetzt auch hier sehr dramatisch zu sehen, dass es den Nachrichtenrhythmus, den wir kennen, nicht mehr gibt, weil wir eben nicht mehr 12 Uhr, wie das vielleicht vor vielen Jahren noch war, in der Mittagspause verstohlen, nochmal schnell Spiegel Online aufgemacht haben, weil wir dann eine Stunde haben, neben unserem normalen Arbeit am Schreibtisch. Wenn wir uns jetzt mehr, ich nehme an, die meisten von Ihnen arbeiten an Schreibtischen noch, sondern dass das Smartphone das Gerät ist, mit dem Menschen ins Internet gehen und mit denen sie auch Informationen nachfragen. Das ist seit 2019 das wichtigste Device, wo Informationen digital nachgefragt werden. Und da ist dann die Frage, wie schaffen wir jetzt quasi all unsere Verwaltungsdienstleistungen, all unsere Kommunikation so auszurichten, dass sie auf diesen sehr, sehr kleinen Bildschirm passen und dass sie so auch dann auch aufbereitet sind, dass wir sie auch spannend finden und uns damit beschäftigen, wenn wir in der U-Bahn sitzen und in das dunkle Loch fahren und nicht wissen, ob wir hinten dann wieder rauskommen, wie gerade ja sehr schön beschrieben. Und ich will gar nicht so viel über Rezo reden, damit haben Sie sich wahrscheinlich in den letzten Wochen ähnlich wie ich sehr, sehr viel beschäftigt oder beschäftigen müssen. Aber eine der großen Erfahrungen des Rezo-Videos, die jetzt auch angekommen ist in Politik und Verwaltung hoffentlich, ist, dass es nicht um die Technik geht, dass die Plattform irgendwie scheißegal ist. Er hat jetzt YouTube gewählt, sondern ganz entscheidend für den Erfolg dieses Videos und von Kommunikation im Netz ist es, dass die Empfängerinnen und Empfänger, die man erreichen will, dass man diese Leute ernst nimmt, dass diese Zielgruppe ernst genommen wird und dass sie quasi nicht nur quasi, dass die Zielgruppe ist, die beschallt wird mit ordentlichen Presseinformationen, die die Stadt vielleicht gerne kommunizieren möchte, sondern dass sie eingebunden werden und dass sie das Gefühl haben, Teil von Rezo zum Beispiel an diesem Beispiel sind und dass der Inhalt das war, der sexy war und weil der Inhalt quasi so gut aufbereitet war, ist er viral gegangen. Nicht, weil das auf YouTube passiert ist und nicht, weil Rezo blaue Haare hat, sondern die Verpackung ist im Grunde genommen, hat Auswirkungen, hat einige natürlich auch Effekte, aber das Entscheidende war, dass der Inhalt das Spannende war und dass er seit 10 Jahren, und das wird gerne vergessen, wenn wir über dieses Phänomen reden, sich Vertrauen aufgebaut hat. Wir haben es gerade eben schon gehört, Vertrauen ist der Schlüssel, damit Ihre digitalen Dienstleistungen wahrgenommen werden, ernst genommen werden, genutzt werden, auch in Stadt, in Verwaltung. Und er hat seit 10 Jahren diese Beziehung zu seinen 500.000 Followern, Followerinnen auf YouTube aufgebaut und gepflegt. Und wenn ich mir anschaue, wie Politik und Verwaltung heute kommuniziert, habe ich ganz, 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 ganz selten den Eindruck, dass da irgendwie Vertrauen da ist in dem, was da auch gesendet wird. Natürlich auch, weil es Fake News und weil es Desinformationen von anderen Seiten und so weiter gibt. Aber ich glaube, und das ist meine These, dass Social Media, digitale Plattformen der beste, allerbeste Weg sind, um langfristig kontinuierlich wieder Vertrauen aufzubauen, auch in Verwaltungskommunikation.
Und dafür ist es natürlich ganz, ganz entscheidend und wichtig, dass wir die Codes kennen, dass wir wissen quasi, warum, wie Leute kommunizieren, warum sie sich wie austauschen, wie Diskurse entstehen, wie Diskurse vielleicht wabern, wie Informationen weitergeleitet werden, wie Viralität entsteht, all diese Phänomene. Und da ist es natürlich wichtig, dann auch zu wissen, wie das Internet funktioniert. Und ich kritisiere Angela Merkel jetzt ziemlich oft für Sachen, die sie sagt. Aber der Satz, das Internet ist Neuland, gilt leider für sehr viele, auch für mich oftmals noch, weil ich auch viele Sachen nicht verstehe und mich dann reinarbeiten muss. Was meinen diese Menschen auf Reddit jetzt eigentlich oder in Twitch? Warum machen die das denn eigentlich? Warum gibt es so Sachen wie die Mannequin Challenge auf einmal, dass Leute sich irgendwie eingefroren in Videos hinstellen und das ins Netz stellen und hunderttausende, Millionen andere Menschen sich angucken? Und deshalb ist es wichtig, diese Netzkultur zu verstehen. Und da ist es ganz, ganz hilfreich, das ist immer mein Tipp, setzen Sie sich einfach mal mit jemandem, der 13 bis 15 Jahre ist, hin und lassen sich mal einfach 3-4 Stunden lang erklären, wie er das Internet nutzt. So. Oder auch meinetwegen mal mit einem 35-Jährigen oder mit einem 70-Jährigen, weil das öffnet Ihnen sehr, sehr viele Augen, wie so bestimmte Codes auch dann irgendwie funktionieren. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht, was ich mit Netzkultur meine. Fehlerkultur ist ein ganz, ganz zentraler Punkt von Netzkommunikation. Das ist jetzt Roderich Giesewetter, ein Bundestagsabgeordneter, der in der ganzen Rezo-Debatte auch natürlich ziemlich derbe als CDU-Mann draufgehauen hat auf das, was Rezo getan hat und hat dann aber über Twitter erfahren, meine These, die ich aufgestellt habe und meine Kritik war vielleicht dann doch nicht berechtigt. Ich muss da mal ein bisschen zurückrudern, muss mich dafür entschuldigen. Ich habe einen Fehler gemacht und Sie sehen das hier. Er hat 12.500 Likes bekommen und 514 Retweets für diesen Tweet. Das ist für jemanden aus der zweiten Reihe des Bundestages schon eine extrem hohe Zahl. Ich kenne wenige MdBs, die das mal erreicht haben mit einem Tweet. Das heißt also, sich zu entschuldigen, ist ein ganz, ganz zentraler Bestandteil auch von Verwaltungskommunikation. Weil das ist nicht die Realität, dass... Also wenn ich mir anschaue, wie Verwaltung kommuniziert, sind es immer nur Erfolgsmeldungen. Alles super, alles ist toll, wir haben für alles Lösungen, wir können alle Probleme dieser Welt lösen. Und das ist nichts mit der Realität der Bürgerinnen und Bürger gemein, denn die haben jeden Tag Fehler, machen jeden Tag Fehler, machen jeden Tag Sachen, die sie sich dann vielleicht hinterfragen, warum sie das getan haben. Also muss das auch diese Fehlerkultur gelebt werden. Und das gilt genauso auch für die Prokura, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die am Ende Kommunikation machen. Auch die müssen jeden Tag Fehler machen und dürfen die auch machen. Ich weiß, wie schwer das ist in Hierarchien einer Verwaltung, die darauf aufgebaut ist, quasi, dass man keine Fehler macht, dass man nur Karriere macht, wenn man möglichst Fehler vermeidet, arbeitet. Aber das muss gelernt werden, auch dass da ganz gezielt Fehler gemacht werden dürfen. Anderes Beispiel ist Bruno Ramelow im aktuellen Wahlkampf in Thüringen. Hat er so YouTube-Videos gemacht, hat dann Let's Plays gemacht und hat dann Horrors gemacht, also so typische Formate auf YouTube. Und hat dann das aber gebrochen, selbstironisch und selbstkritisch, hat festgestellt, nach einer Minute, wo er das dann so ausprobiert hat, ich bin kein YouTuber, werde es auch nie werden. Ich sollte es auch nicht tun, weil ich bin Politiker. Ich kann Sachen wesentlich besser, nicht in dem Fall das hier. Also auch eine selbstironische, nicht unbedingt zu Bier ernst nehmen in seiner Funktion als Landesvater, kam extrem gut an in der Bevölkerung. Auch so etwas ist Netzkultur. Dorothee Bär aus Bayern, Staatsministerin für Digitalisierung, die hat den maximalen Kontrollverlust gelebt, indem sie nämlich ein Set, in dem Fall im GIFs hochgeladen hat auf GIF-Plattformen, die in allen sozialen Netzwerken verwendet werden können, mit dem typischen es gibt so bestimmte Codes im Internet wie Facepalm oder ich weiß es nicht, Shrinky und so weiter. Und die hat sie aufgenommen und jeder Nutzer weltweit kann jetzt Dorothee Bär benutzen, wenn er eine Antwort zum Beispiel mit einem GIF abgeben will. Das kann natürlich auch von den politischen Gegnern benutzt werden, wenn man sie schlecht dastehen lassen will. Aber es wird ihr auf jeden Fall, glaube ich, etwas bringen, weil sie natürlich jetzt diese Bewegung, Handbewegung, die man immer mal braucht zur Kommentierung, jetzt einfach selbst eingespielt hat. Und viele Leute, die vielleicht Dorothee Bär gar nicht kennen werden, sie jetzt aber in die Breite tragen. Ihre Marke, ihre Person quasi bekannter machen und dann vielleicht auch für ihre Karriere hilfreich sind. Und auch das werden Sie kennen, die Kollegen aus Zürich, jedenfalls die Kollegen der Feuerwehr aus Zürich, haben mit einer Tetris-Challenge gestartet, indem sie mal ausgepackt haben, was in einem Notfallfahrzeug eigentlich alles ist, um da einfach auch Transparenz herzustellen, wie funktioniert eigentlich ein Notfalleinsatz. Und das hat eine virale Welle erzeugt weltweit. Unter anderem gibt es jetzt auch hier das Beispiel aus dem Bundestag, wo eine Abgeordnete der FDP mal gezeigt hat, wie sieht eigentlich ihr Büro aus in Form eines Tetris oder Lego-Designs und hat das mal so dargestellt. Auch das ist Netzkultur, können Sie sagen, das ist Pille-Palle-Kindergarten-Geschichte, aber ich glaube, das hat mehr für die Transparenz des politischen Handelns beigetragen, dieses Posting oder diese Art und Weise, als irgendwie 100 Texte, die sie in irgendwelchen Fachzeitschriften veröffentlicht, wie der Bundestag arbeitet. Von daher ganz, ganz wichtig, also auch solche spielerischen Ansätze zu leben und den Mut zu haben, da auch mal vielleicht von ein paar Menschen kritisiert zu werden, die es nicht so gut finden. Das ist sowieso eine meiner Erfahrungen nach 10 Jahren. Egal, was sie tun,
tun digital, 50% finden es scheiße. So, also das, wenn Sie Freibier verteilen, ich weiß nicht, ob das heute noch hier der Fall ist beim Open Government Tag, 50% der Leute werden draußen auf dem Marienplatz sagen, kacke, scheiße, ich kriege keins, nur die Teilnehmerinnen hier oder warum macht die Stadt München Werbung für Alkohol, für Drogen. Also es wird genug Argumente geben, warum Freibier schlecht ist. Das heißt, Sie können es den Menschen auch alle da draußen nicht richtig tun, gerade auch, weil das, was Armin Nassé gesagt hat, weil viele natürlich auch gar nicht nachdenken, bevor sie etwas sagen, das gehört natürlich auch zur Wahrheit dazu. Und was einer der Knackpunkte ist in vielen Beratungsprojekten, in denen ich drin stecke, also wenn man Netzkultur verstanden hat, ist dann auch die Frage, warum nutze ich es denn eigentlich? Also das ist so der zentrale letzte Satz auf dem Folien von Armin Nassé. Wenn man Technik einsetzt, muss man wissen, welches Problem man damit lösen will. Und wirklich ungelogen, in 99% meiner Beratungsprojekte ist das meine erste Frage, warum seid ihr denn auf TikTok? Warum macht ihr denn das so und so oft auf Facebook? Und die Leute können es mir nicht sagen, weil das alle machen, weil das die anderen Städte auch machen, weil Obama damit die Wahlen gewonnen hat. Wenn das die Argumente sind für die Nutzung von digitaler Kommunikationsplattformen, lassen Sie es sein. Das wird nichts bringen, sondern Sie müssen wissen, warum Sie es machen, weshalb Sie es machen und warum Sie es machen. Und das muss klar definiert sein. Das muss wirklich eine Grundlage sein. Das müssen Sie mal aufschreiben. Das müssen Sie mal irgendwie auch für sich selbst mal definiert haben. Nur dann werden Sie Erfolge haben, weil Sie, das ist ja für alle, nicht nur für digitale Kommunikation der Fall, zu wissen, was am Ende rauskommen soll und warum man diese Plattform nutzt, ist der zentrale Aspekt. Und wenn Sie rausfinden, dass Ihre Ziele, die Sie definiert haben, mit keiner dieser Plattformen auch erreichbar sind, dann lassen Sie es komplett sein. Dann machen Sie keine digitale Kommunikation. Auch das fände ich souverän. Dann sollten Sie es dann den Leuten draußen zwar auch erklären, warum Sie es nicht machen, aber machen Sie es dann nicht. Nur nicht zu machen, weil es irgendwie gerade schick und cool und angesagt ist, ist kein Argument und ist kein Grund, digitale Kommunikation zu betreiben. Und das führt mich zum nächsten Punkt. Für Sie muss entscheidend sein, nicht was irgendwie vielleicht irgendwie gerade irgendwie andere machen oder was Ihnen schlaue Berater wie Martin Fuchs erzählen, was Sie unbedingt nutzen sollten, sondern Sie müssen sich wohlfühlen auf diesen Plattformen, die Sie betreuen. Sie müssen die Ressourcen dafür haben, das heißt auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen sich darauf wohlfühlen. Sie müssen dort irgendwie klarkommen. Und das können ganz, ganz viele andere Plattformen sein. Ich bin überhaupt kein Freund mehr unbedingt von Facebook, also mal davon abgesehen, dass es Facebook in 1-2 Jahren nicht mehr geben wird, jedenfalls wie wir es kennen. Ist es für mich auch nicht mehr die attraktivste Plattform, um Verwaltungskommunikation zu betreiben. Überhaupt nicht mehr. Also da gibt es viel, viel andere, diversere Geschichten. Ein Beispiel ist zum Beispiel ein wunderbarer Podcast von René Wilke, der ist Oberbürgermeister von Frankfurt-Oder. Ein toller Podcast, der jede Woche Einblicke gibt in sein Leben als Oberbürgermeister und wo man sehr, sehr cool kommunale Diskussionen, aber auch Entscheidungen und vielleicht Gedankengänge von ihm nachvollziehen kann. Ich würde ihn nie wählen, weil ich von Frankfurt oder lebe, aber ich höre mir das sehr, sehr gerne an, weil ich sehr, sehr viel wirklich auch erfahre und lerne aus dem Leben eines Oberbürgermeisters an der Stelle. Eine andere Geschichte sind solche ganz, ganz einfachen Formate, das sind zwei Kreistagspolitiker aus Mecklenburg-Vorpommern, die sich einfach nach jeder Kreistagssitzung mal hinsetzen und 3 Minuten, 4 Stunden Kreistagssitzung zusammenfassen, ohne Skript, ohne Dramaturgie unbedingt, ohne sich lange Konzepte überlegt zu haben. Sie versuchen einfach, möglichst objektiv zusammenzufassen, was denn die Kommunalpolitikerinnen und Politiker besprochen haben. Total billig, kostet kein Geld, 3 Minuten Arbeit, Handy hingestellt, gemacht und hat 4.000, 5.000 Abrufe. Auch natürlich, weil Zeitungen, Lokalberichterstattung gerade auch im politischen Bereich immer stärker zurückfahren. Und natürlich da in diese Nische, in dieses Vakuum, was entsteht, natürlich auch Verwaltung und Politik hinein darf. Sie kennen die Diskussion, darf Verwaltung Journalismus machen, darf eine Stadt Dortmund quasi journalistische Angebote auf ihre Webseite stellen. Das wird ein Gericht entscheiden am Ende des Tages. Aber ich bin dafür, dass Sie solche Sachen ausprobieren, weil ich glaube, das ist ein großer Bedarf und eine große Nachfrage auch nach solchen kuratierten Informationen. In dem Fall eine kurze Zusammenfassung ist einfach da. Eine Plattform, die ich glaube, die in den nächsten Jahren komplett durch die Decke gehen wird, ist nebenan.de. Eine Plattform aus Deutschland, aus Berlin, die lokale Nachbarschaften vernetzt. Und das ist für mich das genialste Modell, was ich kenne im Social-Media-Bereich, weil es dort keinen Hass gibt, keine Desinformation, keine Fake News, keine Rassisten, jedenfalls nicht öffentlich einsehbar, weil man immer das Gefühl hat und immer weiß, man ist da vernetzt mit den Nachbarschaften im 1-Kilometer-Umkreis oder 10-Kilometer-Umkreis kann man einstellen, dass man die Leute auf der Straße am nächsten Tag sehen kann. Und das ist so ein wichtiger psychologischer Faktor, dass ich weiß, wenn ich jetzt jemanden in der Nachbarschaft beleidige für etwas, was er vielleicht von sich gegeben hat, dass ich das natürlich mir zweimal überlege, wenn ich ihn auf der Straße sehe, ist es
äußerst unangenehm, dass ich diesen Menschen dann in die Augen blicken muss. Und das finde ich deshalb so hochattraktiv auch für kommunale Informationen, dann dort stärker aktiv zu sein und zu überlegen, ob man dort nicht auch mit Bürgerinnen, die konkret in diesem Ort, an dem sie dort vernetzt sind, auch miteinander über natürlich kommunale Belange sich austauschen. Und auch das wird, glaube ich, politische Kommunikation, Verwaltungskommunikation extrem verändern. Instagram Stories, also die horizontale Erzählform in dramaturgisch durchdachten Geschichten. Und das ist ein Beispiel, das Amina Touré aus dem Landtag Schleswig-Holstein von den Grünen. Sie ist Vizepräsidentin mit 28 Jahren geworden, also auch sehr erfolgreich im politischen Dasein. Und sie macht großartige Geschichten aus der Landespolitik in Schleswig-Holstein über ein horizontales Erzählformat wie Instagram Stories. Und ich glaube, da wird die Reise hingehen. Nicht statische Informationen, nicht quasi das Hinausschießen von einer Information, sondern das Begleiten von Prozessen. Also das Schöne an Stories ist ja, dass man immer wieder Sachen hinzufügen kann und immer wieder einen Prozess auch abbilden kann. Ein Prozess, wie sich Verwaltungshandeln oder vielleicht auch die Entstehung von Gesetzen oder von Verordnungen, die in einer Stadt entstehen, dann auch begleitet werden kann mit so etwas. Und das kann komplett unfancy sein. Also es gibt Politikerinnen und Politiker, die ich sehr schätze, die machen das schwarzes T-Shirt vor weißer Wand, erzählen sie hochkomplexe politische Geschichten. Und ich kenne keine Tagesschau, keine Tageszeitung, wo man so hochkomplex politische Diskussionen oder auch Positionen erklären kann, wie mit Story-Funktionen. Weil man kann multimedial mit Text, mit Bild, mit Foto, mit Audio alles reinpacken und hat damit eine große Vielfalt auch von natürlich dramaturgischen Möglichkeiten und Sachen auch sehr interessant zu erzählen. Das wird es auch, das sehen Sie jetzt schon auch auf anderen Plattformen geben. WhatsApp hat es eingeführt, andere auch. Dieses Erzählformat der Stories, das wird politische Kommunikation, Verwaltungskommunikation extrem verändern, weil es, glaube ich, irgendwann bald Standard sein wird für Geschichten. Jetzt komme ich zurück auf das, was ich gerade eben schon gesagt habe. Ich nenne es Messengerisierung. Die ganz coolen Menschen im Internet nennen es Dark Social. Das klingt auch ein bisschen bedrohlicher. Angst ist ja immer gut, um Sachen zu verkaufen auch. Ich nenne es anders, weil uns, glaube ich, gar nicht bewusst ist, wie Menschen auch mittlerweile schon sich austauschen und sich auch organisieren und miteinander kommunizieren. Und das tun sie mit zum großen Teil nämlich über Messenger-Dienste. Also das sind jetzt aktuelle Zahlen von Bitkom, dem Branchenverband. 9 von 10 Deutschen nutzen Messenger, jedenfalls die, die online Zugang haben. Nicht nur die Jungen, sondern auch die Alten. Über 80% in der alten Kohorte nutzen das mindestens einmal täglich, um den Kontakt zu Enkeln, Urenkeln und so weiter natürlich zu halten. Das hat natürlich sehr private Gründe auch. Der Mensch, also da auch ganz entscheidend im Mittelpunkt steht bei dieser sehr bidirektionalen Kommunikation über in geschlossenen Systemen. Und wir sehen es an WhatsApp als den größten Fisch im Karpfenteich. Der hat jetzt irgendwie aktuell 52 Millionen deutsche Nutzer. 52 Millionen Deutsche tauschen sich jeden Tag über WhatsApp aus. Und jetzt komme ich zu dem Problem, was ich damit habe. Ich, Sie, wir alle wissen nicht, was da ausgetauscht wird, weil es natürlich eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in diesem System ist, was sogar Facebook dann sagt, Privacy ist unser größtes Gut. Wir können nicht sagen, was die Leute dafür rassistische und vielleicht Fake News und Desinformation austauschen, weil wir natürlich jetzt Privacy eingeführt haben und da selbst nicht mehr reingucken können, in das, was da passiert. Und das ist natürlich eine Sache, über die wir uns als Gesellschaft überhaupt noch nicht ausgetauscht haben. Da gibt es überhaupt keinen Diskurs in Deutschland und das wundert mich extrem, weil es schon auch natürlich ein sehr bestimmendes Element für unsere private Kommunikation ist und ist, glaube ich, in Zukunft, wenn ich in den Osten schaue, auch immer stärker für Unternehmens- und für Verwaltungskommunikation genutzt wird. Seit 5, 6 Jahren ist es in China Standard, das heißt es WeChat, der Dienst, der genutzt wird, dass man Kreditverträge rechtssicher mit einem Klick in einem Chatbot in WeChat abschließen kann, dass man Häuser kaufen kann mit einem Klick, dass man Geld überweisen kann, Millionenbeträge mit einem Klick über diese Dienste. Das wird bald auch erst in Deutschland möglich sein, über WhatsApp und andere Messenger-Dienste. Das heißt, unser Leben wird sich, unser Privatleben wird sich stärker aus den öffentlichen Bereichen in diese geschlossenen Systeme verschieben. Und das bedeutet natürlich auch, dass Verwaltung da sein muss. Sie müssen da sein, Politik muss da sein, weil da die Leute sich natürlich dort austauschen, auch politisch diskutieren. Das wird teilweise schon getan. Das einzige Bundesministerium, was WhatsApp kontinuierlich nutzt, jedenfalls bis 9. Dezember, dann sind ja so ein paar Änderungen dort angekündigt. Ein Broadcast ist das Umweltministerium, schon mal als Vorwarnung. Abonnieren Sie das nicht, es ist grottenschlecht. Ich will es nur sagen, was der erste und einzige Ansatz war, wo man das mal auf Bundesregierungsebene versucht, dort an Bürgerinnen und Bürger ranzukommen.
Die SPD macht das jetzt gerade in ihrem Personalfindungsprozess der Parteispitze. Die macht das ein bisschen dialogorientierter, indem man dann bestimmte Buchstaben, sehen das hier dann eingeben kann, und man bekommt dann automatisiert bestimmte Informationen über so ein Chatbot-System und kann sich dann sehr zielgerichtet auch informieren. Das war so ein Ansatz mal vom Justizministerium. Die haben mal die 70 Jahre Grundgesetz versucht, in so einer Graphic Novel zu erzählen, mehrere Wochen lang. Das fand ich eigentlich ganz smart, aber war natürlich nur so ein kleiner, temporäres Projekt. Und dann gibt es natürlich so Ansätze, und darum muss es dann irgendwann gehen, dass dialogorientiert genutzt wird, diese Dienste. Und das ist Lenke Steiner, sie ist Spitzenkandidatin der FDP in Bremen gewesen und hat einfach Plakate aufgestellt in Bremen, wo sie ihre Telefonnummer abgedruckt hat und gesagt hat, hier, jeder Bremer kann mich gerne ansprechen, auf der Straße, mich anrufen oder mir WhatsApp schicken, und ich antworte dann. Da habe ich gesagt, natürlich, Sie antworten jeden, der Ihnen eine WhatsApp schreibt, vergessen Sie es, habe dann aber den Versuch gestartet. Total über deine Nachricht. Jetzt habe ich sie gerade gelesen, komme aus dem Interview raus und schon gibt es natürlich die Antwort. Ja, ich bin es wirklich. Wer auch sonst? Genau. Und das ist natürlich klar, ihr Team wird ihr gesagt haben, Martin Fuchs ist irgendwie wichtig, er hat 18.000 Follower auf Twitter, antworte ihm mal so. Das ist mir auch bewusst, dass da natürlich ein gewisser Bias drin ist. Aber das fand ich extrem smart, extrem cool, dass ich auf Plakat geantwortet habe und dann sofort eine 30 Sekunden Audionachricht von ihm bekommen habe. Ich habe dann ein paar prima Freunde angetriggert, habe gesagt, hier, mach das mal auch. Und die haben auch relativ kontinuierlich, natürlich teilweise vom Team und teilweise auch von ihr, Nachrichten bekommen. Und das ist für mich schon eine extrem emotionale Bindung. Wenn mir die Spitzenkandidaten in einer in der Tat nicht unbedingt relevanten Partei in Bremen mir aber trotzdem antwortet, hat es einen ganz, ganz anderen Impact, als wenn ich quasi nur eine Textnachricht mit Textbausteinen zusammengesetzt bekomme, die mir irgendein Praktikant in der Kampagnenzentrale zusammengestückt hat. So. Also es ist natürlich nicht skalierbar, das ist natürlich auch problematisch, da könnte ich jeden der 700.000 Münchner Bürgern oder sind ja mehr sogar eine Audionachricht schicken. Schlecht vorbereitet, Martin Fuchs. Aufschreiben fürs nächste Mal. Wie viel? Genau, es sind mehr. Wie viel sind es denn? Kann ich mal interaktiv? 1,5 Millionen. Aber 700.000, sage ich mal, antworten Ihnen auf WhatsApp. Deshalb 700.000. Nein. Genau. Und das geht natürlich nicht, aber da gibt es andere Wege natürlich, um bestimmte Audio- oder Videoformate, mit denen Sie dann antworten können, die eine ganz, ganz andere Möglichkeit geben für Bürgerdialog, als Sie das vielleicht mit Texten haben. Das sind die schönen Geschichten, wo ich mir freue, dass jetzt die ersten Institutionen darüber nachdenken, das zu nutzen. Es gibt natürlich auch den ganz, ganz großen Bereich, den Sie auch schon gelesen haben, dass natürlich jede Technologie, die da ist, per se erstmal neutral ist, aber natürlich auch für negative Sachen genutzt werden kann. Und das ist natürlich so etwas, dass dann Lynchmorde passieren. Ich glaube, in Indien sind es eben mittlerweile über 50 Lynchmorde, dass irgendwelche Männer als pädophil bezeichnet werden in irgendwelchen Chats von irgendwelchen Dörfern in der indischen Provinz und dann einfach ein paar Inder losziehen und dann diesen Mann ermordet haben. Es gibt dann solche Geschichten, dass die Revolution, die rechte Revolution in Deutschland über, in dem Fall Telegram, quasi geplant wurde in verschiedenen Gruppen. Gruppe Freital ist so eine, aber auch andere, die das natürlich sehr, sehr stark als Organisationsinstrument nutzen, wo dann BKA und andere gar nicht reingucken können, gerade bei Telegram, die ja keine Informationen rausgeben, auch an Behörden, wenn sie anfragen. Dann gibt es natürlich so etwas, das sich sehr, sehr schnell etabliert, kurz, dass in Gruppen und Chats dann auf einmal diese Winkelfunktion, Winkel-Emoji auftaucht. Wenn man sich damit beschäftigt, weiß man, dass es der Hitlergruß ist. Auch das sind natürlich so Sachen, die dann sehr auf eine niedrigschwellige Art und Weise Verbreitung finden. Oder auch so etwas. Facebook hat, glaube ich, WhatsApp hat vor 4-5 Monaten die Sticker-Funktion eingeführt, dass man selbst Sticker entwerfen kann. Wenige Sekunden oder Minuten später, nachdem die Funktion freigeschaltet war, war WhatsApp überflutet mit Stickern, die verfassungsfeindlich sind. Das heißt, die eigentlich im öffentlichen Raum sofort ein Justizverfahren nach sich ziehen würde. Und jetzt komme ich wieder zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Wir wissen einfach nicht, was da rumschwirrt. Wir wissen nicht, was da passiert. Und ich kenne keinen Ansatz, weder in der Politik noch in den Medien, wo auch immer in der Gesellschaft, der sich mal dem annimmt und mal versucht herauszufinden, was da eigentlich wie die Runde macht. Nichtsdestotrotz, auch wenn das da passiert oder gerade deshalb, müssen Sie doch präsent sein, müssen Strategien entwickeln, wie man in diese geschlossenen Systeme reinkommt als Verwaltung, um dort vorzukommen und verbreitet zu werden. Das ist die eine kleine Revolution, die ich in der Zukunft sehe. Und die zweite ist,
so eine Art Audio-Revolution. Also ich bin selbst kein Freund von Smart Speakern und dass mein Kühlschrank jetzt mit mir redet oder meinetwegen mein Auto, weil ich natürlich weiß, wie viele Informationen und Daten dann abfließen und in irgendwelchen polnischen Callcentern dann transkribiert werden, habe ich keine richtige Lust, dass die mein Privatleben jetzt dort aufschreiben, wenn ich mit meinem Smart Speaker, wie in dem Fall Alexa oder Google Home und wie sie alle heißen, rede. Aber das wird kommen. Also wenn ich in den USA schaue, ist es schon ein zentraler Bestandteil des Informationsreservoirs, dass Menschen quasi über die Systeme Informationen nachfragen. Also wie wird das Wetter heute? Gibt es Stau auf meiner Bundesstraße, wo ich langfahren muss? All diese Informationen kann man ja schon heute abfragen über Smart Speaker. Und dann ist natürlich jetzt die große Frage, Sie müssen eigentlich komplett Ihre Website abschalten und komplett neu aufbauen. Wenn das wirklich so kommt, wie es in den Vereinigten Staaten passiert, können Ihre Informationen, wie sie jetzt strukturiert sind, nicht mehr so sein. Weil natürlich eine Sprache und das Vorlesen von Informationen ganz, ganz anders ist, wie wenn Menschen etwas selbst sich durchlesen als Textformat. Und dann die viel, viel größere Frage, auch da gibt es überhaupt noch keine Diskussion in Deutschland darüber, ist, bisher ist es so, wenn ich Google etwas frage, kriege ich immerhin auf der ersten Seite 10 Ergebnisse. Die zweite Seite ruft dann keine mehr auf, aber immerhin, ich habe die Auswahl unter 10 Sachen, die natürlich schon auch eine sehr, sehr selektive Auswahl ist der menschlichen Wissens. Wenn ich Audio nachfrage, liest mir natürlich kein Audio-Bot, Alexa, wie auch immer, vor, was die 10 Ergebnisse sind, sondern sie haben dann ein Ergebnis, was sie mir dann präsentieren. Das heißt also, wie schafft es Verwaltung relativ schnell, dieses Ergebnis zu sein? Oder gibt es private Anbieter, irgendwelche vielleicht Propagandamaschinen, die viel, viel schneller es schaffen, zentrale Fragen auch zur Stadt München dort quasi einzuspeisen mit Audioantworten und die dann abgefragt werden. Ich habe jetzt von einem Experten gehört, dass es in Indonesien, glaube ich, und Kenia von Google bereitgestellt bereits eine Plattform gibt, wo sie wissen, was sind die weißen Flecken unserer Smart Speaker, also welche Antworten können wir nicht geben und dann quasi das Angebot machen, alle Menschen draußen, das sind unsere 100.000 Fragen, die wir nicht beantworten können, bitte speist die ein. Und der am schnellsten ist, der jetzt am ehesten die Technik versteht, ist dann der, der natürlich dann das erste Ergebnis hat, weil das dann abgefragt wird. Das ist bei der Frage, wie schmeckt Kirschjoghurt, ist das unelementar, ob das nun Dr. Oetker einstellt oder das Bundesinstitut für Ernährung, solche Fragen zu beantworten. Aber bei der Frage, wie finde ich die und die Informationen der Stadt München und mir dann aber private Anbieter quasi diesen Platz wegnehmen, nämlich den wichtigsten Platz in der Audioantwort, dann ist das schon ein Problem für Verwaltungskommunikation irgendwann mal, weil ich nämlich dann mich hinten einreihen muss und vielleicht als Stadt gar nicht mehr gefunden werde irgendwann und dann digital gar nicht mehr auftauche. Also das ist ganz entscheidend. Und deshalb ist es umso wichtiger und das ist etwas, was ich auch wirklich vermisse und wo ich seit Jahren quasi wie ein Messias durch die Republik ziehe und sage, wenn ihr digital erfolgreich kommunizieren müsst, müsst ihr nicht hoffen quasi, dass Menschen irgendwie das spannend finden, was ihr macht, sondern ihr müsst diese Menschen zum Teil eurer Kommunikation machen. Ihr müsst sie zu eurer Community machen. Ihr müsst sie viel, viel stärker einbinden in Verwaltungshandeln. Ich weiß, wie schwer das ist in einem Land, was eine repräsentative Demokratie ist. Aber Menschen quasi etwas vorzusetzen, ist was anderes als quasi ein ganz einfaches Beispiel. Sie planen eine Veranstaltung in München zum Thema Mobilität und wissen, Sie können Experten einladen und können das in Schwabing machen, Sie können das in Hasenbergel machen, keine Ahnung, aber fragen Sie doch draußen mal die Menschen, wo die größte Nachfrage nach dieser Veranstaltung ist, wo die Leute am ehesten Interesse haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also allein schon in der Planung einer Veranstaltung, Sie quasi zum Unterstützer ihrer Idee zu machen. Das sind ganz, ganz einfach, weil dann ist die No-Show-Rate wesentlich geringer, wenn die Leute das Gefühl haben, dass sie respektiert werden, dass sie Teil der Arbeit der Stadt München sind und nicht einfach nur Empfänger von irgendwelchen Informationen, die sie dann im besten Fall gut finden müssen. So. Und dann auch so Sachen wie, dass sie Menschen das Wissen, das große Wissen der Münchner, das sind ja viele, viele auch internationale Experten hier in München, die hier arbeiten, sie sind nicht schlauer als die Crowd, das würde ich einfach als These mal aufstellen, aber Verwaltung stellt sich natürlich immer gerne dar, dass sie schlauer ist als alle Menschen da draußen, weil sie Sachen durchdenkt. Fragen Sie die Leute draußen, fragen Sie die Leute, steuern Sie auch quasi Antworten. Also natürlich, wenn ich eine politische Diskussion hochziehe, kommen dann gleich die Trolle und machen mir die kaputt, so, das ist mir schon bewusst auch. Aber wenn Sie versuchen, das zu steuern, glaube ich Ihnen, dass Sie sehr, sehr viel Wissen und sehr, sehr viel Erfahrung aus der Bevölkerung rausziehen können, die Ihre Arbeit leichter macht und die Sie quasi auch schafft, dass Ihre Inhalte in die Breite getragen werden stärker. Deshalb ist es wichtig, viel, viel stärker diese Kanäle zu nutzen, nicht um zu senden, das ist immer das, was ich sehe, wir wollen senden, 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 weil das unsere Informationen sind, die so wichtig sind, die raus müssen, sondern hören Sie zu. 90% Ihrer Kommunikation muss eigentlich zuhören sein.
also ihre Ressourcen. Und das bedeutet, auf ihre eigene Seite zu, natürlich, oder eigene Plattform zu gucken, aber auch zu schauen, wo unterhalten sich denn Münchnerinnen und Münchner über ihre Themen? Wo sind die? Bauen sie ein Monitoring auf? Hören sie da rein? Machen sie so wie Peter Tauber nur als ein Beispiel, der ganz explizit als Ex-Generalsekretär damals noch Leute gefragt hat, was ihre Meinung zu bestimmten politischen Themen sind und dann extreme Antwortraten bekommt mit 12.000 Kommentaren. Also 12.000 Deutsche haben dann geantwortet auf so eine, kann man fragen, ob das zu komplex ist für ja oder nein, aber immerhin auf so eine Frage, die er gestellt hat. Das überspringe ich mal. Und deshalb ist es natürlich sowohl wichtig, eine Community aufzubauen, aber auch Mehrwerte zu schaffen. Also wenn ich mir Verwaltungskommunikation heute angucke, dann ist das ein Mehrwert für Sie, weil Sie wollen etwas kommunizieren, was irgendwie wichtig ist, was für Sie irgendwie gerade relevant ist, aber das muss gar nichts damit zu tun haben, was vielleicht der Mehrwert der Menschen da draußen ist. Also auch die Frage, wie man Informationen, wenn man die Zielgruppen definiert hat, auch ausspielt, aufbereitet, aber auch wie serviceorientiert das ist. Das heißt also zu überlegen, wie viel Service, wie viel stärker Service muss da angeboten werden und dann natürlich auch, wenn die ersten Flocken fallen in München, dann natürlich sofort vor einem frühen Morgen eine Karte zu haben, welche Straßen schon wieder freigeräumt sind, wo die Leute schnell zur Arbeit kommen und so weiter. Also viel stärker dieses da, wo jetzt gerade die aktive Nachfrage ist, nach bestimmten Informationen, diese viel, viel stärker zu bedienen und nicht zu hoffen natürlich, dass ihre Informationen so sexy sind und so relevant sind, dass Leute die dann auf jeden Fall wichtig finden, so, sondern viel, viel stärker zu schauen, was Leute natürlich auch draußen interessiert. Und ich könnte jetzt einen langen Vortrag über die AfD halten und den Erfolg der AfD auch in digitalen Kanälen. Der ist gar nicht so groß, der Erfolg, wie man das immer gerne darstellt. Aber eine Sache habe ich daraus gelernt. Die Partei ist die erste Institution, die ich kenne, jedenfalls von der breiten Wirkung, die verstanden hat, dass diese Kanäle kein Kommunikationsinstrument sind, sondern ein Organisationsinstrument. Ein Beispiel ist zum Beispiel die CDU in Niedersachsen, die hat sich einen eigenen Messenger gebaut, weil sie die etablierten Systeme, die es gibt, gar nicht mehr irgendwie quasi nutzt oder weil sie die gefährlich findet, datenschutzmäßig und so weiter. Das ist dann quasi aktiv ein Kommunikationsinstrument zur Abstimmung, zur Diskussion über bestimmte inhaltliche Anträge und so weiter zu nutzen, wäre ein Ansatz. Ein anderer Ansatz wäre, wie die Grünen das gemacht haben, im Bundestagswahlkampf eine Gruppe zu haben mit 2.500 Menschen, die nichts anderes getan haben, als zu schauen im Netz, wo ihnen eine Fake News über den Weg läuft über die Grünen, das der Parteizentrale zu melden. Und die Parteizentrale konnte dann darauf reagieren, hat dann zum Beispiel die 2.500 Menschen aktiviert und gesagt, okay, ihr müsst auf das AfD-Posting springen und sagen, das ist Fake News und dass die das dann quasi rausnehmen. Das hat sehr gut funktioniert, quasi weil sie organisatorisch gut aufgestellt waren und gut reagieren konnten auf das, was da im digitalen Raum passiert. Also gibt es viele andere Ansätze, aber nicht nur quasi als Kommunikationsinstrument das zu sehen, sondern als Organisationsinstrument. Und da gehört dann natürlich am Ende auch dazu, das habe ich vorhin im Nebensatz schon gesagt, dass sie den Kontrollverlust leben müssen. Also spätestens jeder, der einmal eine Information digital oder auch analog von sich gegeben hat im Jahr 2019, weiß, dass sie diese Information nicht mehr steuern können und diese Kommunikation. Der Machtverlust ist also quasi systemimmanent in der digitalen Kommunikation. Das heißt, gehen Sie damit souverän um. Bieten Sie diesen Machtverlust oder versuchen Sie, diesen Machtverlust zu leben, der da ist, und versuchen Sie, das selbst in der Hand zu haben und nicht durch andere diesen Kontrollverlust herzuführen. Ein Beispiel, was mir eingefallen ist, ist zum Beispiel diese Sache. Ich weiß, dass viele von Ihnen sehr kritisch mit Graffiti sich auseinandersetzen. Das ist auch gut so. Viele sind ja auch Schmierereien. Aber natürlich gibt es ja auch viele graue Stellen, auch noch in München, die natürlich viel, viel schöner aussehen würden, wenn das ein bisschen bunter wäre. Warum bieten Sie nicht eine Virtual Reality Anwendung, das ist so eine neue App, die es gibt, an, wo Münchnerinnen und Münchner selbst Graffitis virtuell zeichnen können und die virtuell an Wände machen können. Das heißt, da würden Sie quasi das kreative Potenzial, was vielleicht da ist, bei einigen Münchnerinnen und Münchner nutzen, das nicht ganz analog zu tun, sondern seien Sie so souverän und bieten Sie quasi selbst als Stadt die Möglichkeit, an Graffitis, in dem Fall natürlich nur digital und virtuell, an Wände zu sprühen und die dann einzureichen bei Ihnen. Und vielleicht wird daraus dann auch ein analoges Graffiti, kann sich noch einen Wettbewerb dahinter schalten und so weiter. Also auch das finde ich mal ein souveräner Umgang damit, dass sowieso Menschen Graffitis sprühen und das wäre dann die Idee, das vielleicht zu steuern. Andere Sache ist, was ich extrem gut finde, ist, laden Sie Personen aus der Münchner Stadtgesellschaft ein, ihre Accounts zu betreuen. Takeover heißt das oder gibt es Rotation Curation, sind die Fachworte dafür. Also das kommunizieren Sie nicht immer nur selber. Sie sind natürlich ein Teil der Münchner Gesellschaft und wollen Ihre Verwaltung natürlich präsentieren. Und Bremen hat es gemacht, dass man normale Bremerinnen und Bremer einlädt, um mal ihren Blick auf Bremen zu geben. Der kann auch kritisch sein. Natürlich kann das auch Kritik an der Bremer Senat dann beinhalten. Aber das ist viel, viel interessanter, viel, viel spannender quasi, als immer nur ihren Blick zu präsentieren.
sondern machen Sie die Münchnerinnen und Münchner zu Ihren oder die Verwaltung für diese Arbeiten zu Ihrem Teil Ihres, in dem Fall vielleicht outgesourcen ehrenamtlichen Teams, indem Sie dann einfach andere Blickwinkel zulassen als Ihren Blickwinkel, der da ist. Ich bin jetzt ein bisschen schneller. Ich habe noch zwei Folien. Wir schaffen das bei 45. Aber das ist mir in der Tat auch sehr, sehr wichtig, weil ich vorhin schon beschrieben habe, dass ich selbst gar nicht mehr entscheiden kann, ob ich on- oder offline unterwegs bin. Verbinden Sie diese beiden Welten. Denken Sie nicht mehr in Silos. Wir haben das vorhin als Säulenmodell vielleicht gehört, so ein bisschen übertragen. Denken Sie nicht darin, sondern es ist alles eins. Und wenn man es richtig macht, als Beispiel, damit Sie so ein bisschen das Verständnis haben, was ich meine, würde ich Ihnen gerne diese Kampagne der FDP aus Berlin zeigen. Eine Partei, die weder im Abgeordnetenhaus in Berlin saß, kein Geld hatte, keine Mitglieder hatte, der Spitzenkandidat war unbekannt, die Themen waren unbekannt, keiner hat mit ihnen geredet, sie waren quasi unsichtbar im Wahlkampf in Berlin. Gleichzeitig war aber der Brexit-Entscheid in Großbritannien und die Partei wollte sich gerne als Digitalisierungspartei präsentieren. Also hatten sie die smarte Idee, sagen, okay, lass uns doch nach London fliegen innerhalb von 2 Tagen nach dem Brexit-Entscheid und lass uns Startups aus London einladen, nach Berlin zu kommen und das dann einfach mit so einem Auto durch die Downtown London zu fahren, dieses Plakat. Die zweite clevere Idee war, es nicht selbst zu posten, weil sie wussten, es wird tausende von Bankern geben in der Mittagspause, die alle ein Smartphone haben, die es irgendwie lustig finden, dass da irgendwie die FDP, die sie nicht kennen, Insider-Gag, FDP heißt auf Portugiesisch Filho de la Puta, Hurensohn, also dass ein Hurensohn durch London fährt mit einer Einladung an Startups nach Berlin. So. Und das hat genauso funktioniert. Tausende von Fotos waren auf einmal im Netz innerhalb von wenigen Minuten, weil Leute das fotografiert haben. Und damit hat es eine Welle erzeugt, dass dann die New York Times, die BBC alle darüber berichtet haben. Und dann kam es mit einer Wucht nach Berlin. Und die FDP hat innerhalb von 2 Wochen 280 Millionen Media-Impressions erzeugt mit einer Idee, die in der Umsetzung all-inclusive 1.800 Euro gekostet hat. Weil sie wussten, dass sie mit einer analogen Idee im analogen Raum den digitalen Raum sehr, sehr gut über Bande erreichen können. In dem Fall sogar auch Bande eines fremden Landes, um dann wieder im Berliner Wahlkampf zu wirken. Dann waren sie natürlich Stadtgespräch in Berlin. Alle haben über die Digitalisierungsideen der FDP geredet. Sie wurden überall eingeladen und so weiter. Mit einer sehr, sehr kleinen, sehr, sehr günstigen Idee. Aber sie war einfach digital, analog verbunden gedacht. So. Das haben sie noch ein bisschen ausgebaut. Und deshalb ist es nochmal entscheidend, das hat Armin Nassi auch gesagt, es gibt nicht mehr diesen, der Raum hat sich verändert, in dem Menschen miteinander kommunizieren und mit den Menschen sich austauschen. Und Sie müssen diese Räume kennen und müssen weg auch von Ihren eigenen Profilen. Meinetwegen würde ich mal ganz souverän finden, wenn eine Stadtverwaltung sagt, ich habe selbst gar keine Plattform mehr, gar keine Accounts mehr auf Facebook, auf Twitter, sondern immer nur noch in den Diskussionen, da wo Menschen digital auftreten, auftaucht. Meinetwegen der Oberbürgermeister, Oberbürgermeisterin oder Verwaltungsleute mit Accounts der Stadt München dann dort in Diskussionen sind und da, wo Leute sich gerade über bestimmte Themen austauschen, dort präsent sind mit den Informationen, die gerade dort auch sichtbar sein müssten. Das bedeutet natürlich viel, viel stärker, quasi diese eigenen tollen Profile, die man seit Jahren aufgebaut hat, wo man total stolz ist, dass man jetzt 10.000 Fans hat, wow, wie geil und so, dass man die weglässt, dass man die meinetwegen abschaltet und nur noch die Zeit investiert, die Ressourcen investiert, dort zu sein, wo die digitalen Räume sind, die regionalen Räume, in denen sich Menschen über Verwaltungsangelegenheiten und was auch immer austauschen. Und das wäre etwas, was mir viel, viel stärker wünschen würde. Und da ist natürlich Werbung, ich bin jetzt der Letzte, der Werbung machte für Social Media Werbung, aber natürlich perfekt, weil da kommen Sie in die Blasen rein. Ich bin überhaupt kein Freund der Filterblasentheorie, die gibt es meines Erachtens nicht. Jedenfalls sagen das die deutschen Studien, die es dazu gibt. Aber man kann natürlich in bestimmte regionale, soziodemografische Blasen sehr gut reingehen mit zielgerichteter Microtargeting, mit Werbung und da natürlich die Interessen von einer Stadtverwaltung viel, viel konzentrierter und fokussierter auch dort abladen, indem man da Sachen dort bewirbt, wo die Menschen halt sind und dann auch sie erreicht. Vielen Dank. Ich könnte mir vorstellen, dass zu diesem Thema die eine oder andere Frage gibt und ein paar Minuten würde ich uns dafür geben, weil das waren ja jetzt doch recht progressive Vorschläge, wie wir als Behörde zukünftig kommunizieren oder zumindest zuhören. Also wenn Sie Fragen haben, wir haben da hinten auch einen Saalmikrodienst. Ich stehe deswegen auch hier unten, damit ich es in die vorderen Reihen geben kann. Weil wenn Sie so sprechen, also ohne Mikro hört man Sie gar nicht in diesem Saal. Und wenn, wäre es auch nett, dass Sie kurz vorher sagen, wer Sie sind. Also gerne Fragen vor. Ich habe Sie tot geredet. Geben Sie es zu.
Ich bin auch gerne bereit, mich kritischen Fragen zu stellen. Also das ist natürlich, ich bin auch nicht Gott, weiß auch nicht alles besser. Hallo, mein Name ist Wolfgang Kasper. Ich habe eine Frage zu der, sagen wir mal, Medienkonvergenz. Was Sie vorgestellt haben, super, ich glaube auch daran. Aber im Endeffekt zielt alles darauf, dass das Internet und die Social Medien nur das Eingangstor sind und der richtige Multiplikator in die Welt ist TV, ist Print und andere Medien, nicht das Internet. Und wenn Sie Ihren Riso nehmen, wenn der 500.000 User hat oder Follower hat, das ist nicht mal 1% der Bevölkerung, die Welle schlägt eigentlich erst dann los, wenn es über TV und Printmedien geht. Selbstverständlich, sehr guter Ansatz. Natürlich leben wir in einer Welt, und da sind wir wieder bei On und Offline, quasi Ping-Pong, wo beides miteinander quasi zusammengebracht werden muss. Also die größte, beste digitale Kommunikation funktioniert heute, jedenfalls wenn man Entscheider erreichen möchte, nicht wenn man sie nur digital spielt, sondern das muss natürlich dann schon auch der strategische Idee sein, wie man damit natürlich dann auch quasi Massenmedien, die immer noch rezipiert werden, was auch gut ist, was ich auch wichtig finde, dass wir Massenmedien haben, wie Zeitung und TV, dass man da irgendwie da reinkommt. Aber diese Diffundierungseffekte haben wir ja jeden Tag. Also wie oft lese ich, sagt ihr auf Twitter, dieses Video wurde dort und dort gespielt. Das heißt, es gibt ja da auch schon eine sehr, sehr enge Schmelzung. Wie viele Debatten im digitalen Raum landen im Feuilleton der FAZ täglich? Also wie oft rotze ich Sachen bei Twitter raus, die am nächsten Tag in der Zeitung stehen? Also natürlich muss das mitgedacht werden, aber das ist heute schon so. Also gerade auch durch Twitter, ich bin ein sehr großer Freund dieses sehr kleinen, eigentlich irrelevanten Dienstes in Deutschland, weil ich natürlich weiß, dass mir 6.500 Journalisten folgen. Das heißt also, ich natürlich diese Gatekeeper dann auch sehr, sehr direkter erreichen kann. Also und das ist natürlich etwas, was Gefahren birgt, keine Frage, auch darüber müssen wir reden, aber was natürlich dann auch dazu führt, dass diese Debatten verschränkt geführt werden oder dann auch Informationen verschränkt dargestellt werden. Und aber man muss halt schon auch eine intelligente digitale Idee haben, damit sie dann wiederum von den klassischen Medien aufgegriffen wird. Also einfach nur, also ich bin jetzt mal sehr plastisch, aber was ich immer sehe, 3 ältere Männer in Anzug, die irgendwo vor der Tür stehen und ein Foto machen, spannende Gespräche heute, ist natürlich kein Inhalt, der digital funktionieren wird und keiner, der da von der Presse aufgegriffen wird. Also das wird nicht funktionieren, sondern der Mehrwert wäre dann, was haben diese 3 vielleicht wichtigen Männer dort besprochen? Was ist rausgekommen? Wie wird München besser werden in den nächsten 5 Jahren, weil sie gerade eine tolle neue Mobilitätsstrategie dort diskutiert haben? So. Das ist dann der Mehrwert für den Bürger und Bürgerinnen und die Presse. Ja, bin ich. Irgendwas? Ja, achso. Mein Name ist Manuela Frese-Wagner, ISA-Netzwerk. Ich fand sehr viele Ideen, das ist toll, und in meinem Kopf sind auch schon einige Sachen so angesprungen, was man also machen könnte. Gleichzeitig habe ich so gedacht, wie verhindern Sie, dass ab morgen jetzt die Stadtverwaltung loslegt und jeder kommuniziert, ganz wild über Twitter, Facebook, was weiß ich. Wen sehen Sie da? Wer sollte da in der Stadt ab morgen anfangen, tatsächlich neu zu kommunizieren? Mhm. Und womit sollten Sie anfangen, um neu kommunizieren zu können mit den Bürgerinnen und Bürgern? Sehr gute Frage, eine sehr komplexe Frage. Das wäre eigentlich im Grunde ein Workshop nochmal, den man machen müsste jetzt an der Stelle, ohne jetzt Akquise betreiben zu wollen. Nein, also erstmal habe ich keine Angst, dass in der Stadtverwaltung wild angefangen wird zu kommunizieren über die Stadt. Aus Erkenntnis von Verwaltung, weil die Angst einfach viel zu groß ist, das zu tun, weil man natürlich Chefs und Chefin hat, die das dann auch vielleicht nicht so positiv sehen wie man selber. Also von daher ist die Struktur, ich bin auch, by the way, ein sehr, sehr großer Fan der deutschen Verwaltung. Wenn man viel im Ausland ist, ist deutsche Verwaltung für mich irgendwie das Beste, warum ich in Deutschland lebe, eigentlich die Verwaltung, weil sie nachdenkt, weil sie länger braucht für viele Sachen, weil sie langsam ist, und das ist in der Tat ein Mehrwert, also Mehrwert für mich als Bürger und Bürgerin. So. Deshalb finde ich gut, dass es jetzt noch nicht so ist, dass sie alle rumdiskutieren und dabei sind. Aber ich berate zum Beispiel das Auswärtige Amt seit vielen Jahren, und wir haben vor 3 Jahren die Entscheidung getroffen, dass es diese Hauptaccounts gibt, die sind sehr erfolgreich auf Twitter, auf Instagram und so weiter. Aber viel, viel spannender für bestimmte Nischen sind natürlich bestimmte Akteurinnen und Akteure des Auswärtigen Amtes. Also haben wir entschieden, eine Single-Issue-Strategie zu fahren und haben uns halt 14 Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter rausgesucht, die also auch schon eine Fallhöhe haben, natürlich auch gewisse Prokura mitbringen müssen, damit sie das dann auch dieses ausfüllen können, und die dann quasi, der Afrika-Beauftragte, der Brexit-Beauftragte und so weiter, haben jetzt quasi komplette Fußfreiheit, Beinfreiheit bekommen, indem sie jetzt kommunizieren können. Das heißt, der erste Schritt wäre zu gucken, erstmal, was sind überhaupt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch Lust darauf haben, zu kommunizieren. Das zweite wäre natürlich ganz klare Social-Media-Guidelines, die in jeder Verwaltung jetzt schon Standard
uns sein sollten, zu definieren und dann nicht die Angst zu haben, dass Menschen auch mal einen Fehler machen, der dann passiert. Es werden Fehler passieren. Also haben wir ja gestern und vorgestern bei der Bundeswehr auch gesehen, die dann auch hier Hakenkreuze auf Instagram zeigt. Das gehört dann leider dazu. Und diese Fehlerkultur gehört auch dazu, dass Menschen dann auch mit diesem Fehler vielleicht, wenn man sich richtig für entschuldigt, dann auch dann so wahrnehmen, dass er für sie auch sogar positiv sein könnte, weil sie sehen, dass halt auch eine Verwaltung Fehler machen kann und dass es irgendwie dann vielleicht eine mehr menschliche, Mensch und statt Technik ist ja das Thema, eine menschliche Ebene auch hat so eine Verwaltung. Weil bisher ist es so, dass eine Verwaltung als Blackbox wahrgenommen wird. Das ist das Verwaltungsgebäude, das ist vielleicht ein schönes Verwaltungsgebäude wie in München, aber das ist irgendwie etwas, wo man gar nicht weiß, wie, was für Prozesse da ablaufen, was da geht. Und wenn Personen quasi davon sprechen, aus der Verwaltung sprechen können, schafft es neue Beziehungen, neue Bindungen auch quasi zu anderen Personen draußen. Und da ist, glaube ich, also würde ich, glaube ich, versuchen, Angst abzubauen und die wichtigen 3, 4, 5, 6, 7 Leute zu identifizieren, die dann mit beginnen und sich da auch sicher und wohlfühlen in dem, was sie da so kommunizieren. Das so, ist, vielen Dank. Danke dir, ja. Martin, für diesen spannenden Einblick. Ich habe die Gelegenheit. Ich kann noch weiterreden. Für dich auch unser Beamtenkit.